How can I go on when you leave me, baby? Falling in love goes straight to your heart and your soul. Losing control. Das tut Ihnen leid. Dass ich mal wieder mit dem Kerl anfange, das geht mich eigentlich gar nichts an. Aber mach mir halt Sorgen um Sie. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich suche Caro Schulz. Wieso machen Sie sich Sorgen? Weil Sie mir nicht egal sind. Caro! Giselle. Tore Hellström ist TH? Ja, jetzt erinnerst du dich. Großartig. Die Überraschung des Abends war der Auftritt von Tanja von Lahnstein, die nach langer Krankheit offensichtlich wieder an die Firmenspitze zurückgekehrt ist. Über dich steht da jetzt keine Silbe. Ich muss mein Angebot leider zurückziehen. Wir können den Führungsposten nicht teilen. Tanja ist gerade aus dem Koma erwacht. Hanska sitzt im Knast. Das heißt, sie sind so angreifbar wie noch nie. Ab jetzt werde ich mir nehmen, was ich will. Wenn du das wirklich willst, dann mache ich dich zum Geschäftsführer meines Imperiums. Wie gefällt dir der Titel Chief Executive Officer? CEO ist ein nettes Angebot. Waren meine Angebote jemals schlecht? Nein. Wenn mein Plan aufgeht, dann schlucken wir Lahnstein Enterprises innerhalb der nächsten 12 Monate. Und deine Familie ist ruiniert. Gemeinsam schaffen wir das. Warum tust du das? Deine Familie hat meinen Vater auf dem Gewissen. Und wie kommst du darauf, dass ich da einfach mitmache? Glaub mir. Ich kenne das Gefühl, seiner Familie niemals gut genug zu sein. Sag einfach ja. Wenn ich jetzt in deine Firma wechsle, dann gibt es für mich kein Zurück mehr. Hast du Angst, dass deine adlige Verwandtschaft dich in die Verbannung schickt? Und du nie wieder einen Fuß in das Schloss setzen darfst? So what? Dafür scheffeln wir eine Menge Kohle. Dann kannst du dir dein eigenes Schloss kaufen. Ich werde mal drüber nachdenken. Ich wähle klare Entscheidungen. Das war schon in der Grundschule so. Wenn ein Junge sich erst einmal in Giselle verguckt hat, dann hat er mich nicht mehr wahrgenommen. Wer ihr einmal verfallen ist, kommt nie wieder von ihr los. Ihre Schwester ist echt der Hammer. So eine Frau gibt es einfach kein zweites Mal. Einfach nicht dran denken. Konzentrier dich auf die Arbeit. Hey, hier bist du. Ich hab dich schon überall gesucht. Sag mal, redest du mit dir selbst? Mumpitz. Du denkst an ein Abschlussgespräch, oder? Oh Gott, wie spät ist es? Keine Sorge, du hast noch eine halbe Stunde Zeit. Dann bist du offiziell Trainee der Designabteilung. Das ist noch gar nicht gesagt. Florentine und Lena sind auch noch da. Du hast dich doch so in das Praktikum reingehängt. Es klappt bestimmt. Zumindest war dann die Entscheidung richtig, meinen Buchhalterjob an den Nagel zu hängen. Ja, aber das weiß ich doch sowieso, oder? Oder willst du jetzt keine Designerin mehr werden? Doch. Na also, dann schnapp dir den Job, Tiger. Kommst du darauf, dass wir den Maxi wegnehmen wollen? Ich habe euch gehört. Ricardo hat selbst gesagt, dass die Verpartnerung für den Arsch ist, wenn du erstmal offiziell Mama 2 bist. Praktischerweise kann man ja so eine Adoption nicht mehr rückgängig machen. Es ging aber nur darum, dass wir niemandem mehr vorspielen müssen, dass wir ein lesbisches Paar sind, wenn der Antrag einmal durch ist. Du hast da was völlig falsch verstanden. Ach ja? Also erst erzählst du mir, wie toll das alles wird, weil Ricardo für uns alle zusammen ein Haus kauft und dann noch nicht mal 2 Stunden später plant er unsere Scheidung. Sag mal, was soll ich denn da denken? Ich habe unsere Scheidung nicht geplant. Ricardo und ich wären nur einfach mal froh, wenn wir offiziell ein Paar sein könnten. Ja. Und dann wollt ihr heiraten und mir Maxi wegnehmen? Nein. Jessica, wir haben immer darüber gesprochen, dass wir uns gemeinsam um Maxi kümmern wollen. Und daran hat sich nichts geändert.
Hey, wir sind doch eine Familie. Ach, Dana, jetzt kannst du mir viel erzählen. Weißt du, das habe ich doch eigentlich auch eher durch Zufall rausbekommen. Wann wolltest du mir bitte davon erzählen, hä? Ja, die Presse zu den Fashion Days ist extrem gut. Allein die Grandezza widmet uns einen zweiseitigen Artikel. Ach, das sind doch mal gute Neuigkeiten. Also, die Show war ja auch fantastisch. Ihr habt wirklich Großartiges geleistet. Euer Vater wäre sehr stolz auf euch. Danke. Zugegeben, auch wenn ich anfangs nicht ganz einverstanden war, aber Tanjas Auftritt hat für den nötigen Knalleffekt gesorgt. Wir sollten uns dringend darüber unterhalten, wie wir jetzt pressetechnisch am Ball bleiben. Besprich das am besten gleich mit Tanja. Na, wieso? Du hast gesagt, du machst den Posten, bis sie wieder gesund ist. Ich hab's mir anders überlegt. Warum, das fällt dir ausgerechnet jetzt ein? Dein Einfall, dass ich als Geschäftsführer zurücktreten soll, hat mich auch sehr spontan ereilt. Moment mal, du hast von Anfang an gewusst, dass dieser Posten zeitlich begrenzt ist und es war okay für dich. Warum hast du auf einmal ein Problem damit? Das würde ich gerne mit dir unter vier Augen besprechen. Die Entscheidung ist falsch. LCL hat sich weiterentwickelt, auch ohne Tanja. Diesen Erfolg will dir auch niemand wegnehmen. Rebecca hat ein völlig neues Standing als Chefdesignerin. Und mit Hellström hat sie den optimalen Partner. Daran ändert sich nichts. Tanja ist eine Egomanin. Sie wird Hellström feuern und versuchen, Rebecca klein zu halten. Schön, auch wenn du meinst, dass Tanja eine Egomanin ist. Eins ist sie mit Sicherheit nicht dumm. Sie würde niemals etwas ändern, das funktioniert. Warum tust du es dann? Weil uns eine erfolgreiche Modenschau nicht weiterhilft. Du weißt doch selbst, wie schlecht die Geschäfte in den letzten Monaten gelaufen sind. Die schlechte Presse über Ansgar und das Pelzdesaster haben der Firma geschadet. Okay. Tanja hat diese Firma groß gemacht. Dieser Posten gehört ihr. Oder soll ich mich jetzt bei dir dafür entschuldigen, dass sie aus dem Koma aufgewacht ist? Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Wo liegt meine Zukunft? Nicht bei LCL. Sondern? Du gehörst auf einen Führungsposten und ich werde persönlich dafür sorgen, dass du da auch landest. Jessica, jetzt hör mir mal zu. Das Ganze ist wirklich... Nein, Dana, du hörst mir jetzt mal zu. Meinetwegen kannst du mit deinem Ricky in eine Strandhütte in Timbuktu ziehen. Das ist mir egal, aber Maxi und ich bleiben hier, basta. Haus wäre für uns alle die beste Lösung. Denk doch mal wenigstens darüber... Was genau an basta hast du jetzt nicht verstanden? Denk doch wenigstens mal in Ruhe drüber nach, okay? Nein. Wozu hat das keinen Sinn? Ja, super. Sind wir ausnahmsweise mal einer Meinung. In den letzten Wochen sehr gute Arbeit geleistet und da möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bei euch bedanken. Deswegen ist uns die Entscheidung auch richtig schwer gefallen. So schwer, dass wir noch keine Entscheidung getroffen haben. Wir werden euch eine kleine Aufgabe stellen und erst danach entscheiden, wer Trainee in der Designabteilung wird. Ihr bekommt alle so ein schwarzes Basic-Kleid, was ihr umgestalten sollt. Gibt es irgendwelche Vorgaben, die wir haben? Ein Motto oder sowas? Nein, Schulz, das wird eine richtige Herausforderung für Sie. Keine Vorgaben. Ihr könnt mit diesem Kleid alles machen. Ihr könnt es kürzen, verlängern, Accessoires anbringen. Wir wollen aber am Ende von euch wissen, was ihr euch dabei gedacht habt. Der Entwurf muss bis heute 17 Uhr fertig sein. Danach werden wir die Kleider bewerten. Das ist doch total ungerecht. Ich finde das supi. Halt mal los, Schulz. Bisher sind Ihre ganz großen Ideen ja schon mal da gewesen. Dieses Mal lasse ich mir was ganz Neues einfallen. Darauf können Sie sich verlassen. Ja, danke. Das war's. Soll ich mal mit Jessie reden? Das bringt nichts. Das ist ziemlich sauer. Nee, das haben wir auf dem Schirm. Ja klar, das Spiel findet statt. Ist ja lieb, dass ihr euch solche Sorgen um uns macht, aber das klären wir am besten am Platz. Gut, bis später. Ciao. Na? Hey, ich hoffe, da sind eure Fußballschuhe drin. Was laberst du denn? Wir haben die Revanche vergessen. In zwei Stunden ist Anpfiff. Oh nee, gegen die Spacken von nebenan? Haben die immer noch nicht genug? Können wir das nicht irgendwie absagen? Das können wir schon, aber dann zählt es als Niederlage und damit ziehen die dann in der Tabelle an uns vorbei. Quatsch, gegen uns haben die doch keine Chance. Angeblich haben die viel trainiert. Ja, das haben die auch bitter nötig. Wir sind trotzdem besser. Ja, egal wie, die kommen mit 6 Mann, also müssen wir auch zu 6 sein. Wer ist dabei? Ich. Ich bin am Start. Gut, kannst du für Sascha einspringen? Der ist auf der Arbeit. Ich wohne noch gar nicht mehr hier. Ja, ist egal, Ex-Mitbewohner zählen auch. Nachbarn übrigens auch. Weiß ich.
Das ist ja wohl eine Sache zwischen Dana und mir, oder? Keine Angst, da will sich auch gar keiner reinhängen. Jessica, wir brauchen dich auf dem Platz. Das wird die Revanche. Sind die da auch dabei? Die spielen auch mit, ja. Tut mir leid, da habe ich keine Zeit. Ich muss mir die Finger nehmen. Das könnt ihr euch bitte später streiten. Wir brauchen dich jetzt, Jessie. Jetzt komm schon, Jessica. Bitte. Von mir aus. Gut, dann gehen wir jetzt da raus und gewinnen. Habt ihr das verstanden? Ja. Alles klar, Coach. Habt ihr das auch verstanden? Ja! Entschuldige, dass ich nicht geklingelt habe. Ich wollte deiner Sippschaft nicht über den Weg laufen. Und? Soll ich dir noch eine Kerze anzünden? Wenn dir das hilft, eine Entscheidung zu treffen, mache ich das gern. So witzig kenne ich dich gar nicht. Was ist jetzt? Arbeiten wir zukünftig zusammen? Ziehst du den Schwanz ein und kriechst zurück in den lauwarmen Schoß deiner Familie. Ich will endlich ein klares Bekenntnis für uns. Hallo. Macadamia-Sirup und Zimt. Der Typ im Café wollte schon umrühren, konnte ich gerade noch verhindern. Ich rühre meinen Kaffee eben gerne selbst um. Danke. TH hat mir gesagt, was ihr da machen müsst. Ist ja eine ganz schön krasse Aufgabe. Wann hast du denn Hellström gesprochen? Gerade eben, als ich gekommen bin. Und? Hast du schon eine Idee? Ja. Ich will eine Art Redesign präsentieren. Und die da willst du recyceln? Mhm. Aus den drei Kleidern mache ich drei Oberteile. Jeweils unterschiedlich und die kann man dann mit einem Reißverschluss in einem Kleid befestigen. Oh, darf ich mal sehen? Wow, cool. Was machst du jetzt damit? Das Ding hat jetzt mal Pause, ich ziehe das an und model das für dich. Das ist doch viel einfacher, oder? Das würdest du machen? Ja, klar. Ich habe gerade eh nichts zu tun. Carlos hat sein Flug schon wieder verschoben. Das heißt, ich lerne einen Verlobten schon wieder nicht kennen? Der hat gesagt, er kommt so schnell, wie er kann. Und wenn wir verheiratet sind, dann hat er mir versprochen, arbeitet er weniger. Haben wir mehr Zeit, auf der Yacht abzuhängen. Geht es mal überziehen. Minimalistisches Design. Ich stehe drauf. Müssen Sie sich eigentlich immer in alles einmischen? Was denn? Keine kratzbürstige Erwiderung? Was denn los mit Ihnen, Scholz? Ah, da ist die nette Schwester. So sieht das Kleid ja schon richtig lang aus. Caro ist noch gar nicht fertig. Ist doch völlig egal.
Wollen wir? So, dann kommen wir alle zusammen. Los! Schillerstraße! Olli! Schillerstraße! Olli! Schillerstraße! Olli! Das können wir besser. Einer für alle! Alle für alle! Den brauchen wir es dir dann noch mal erklärt. Jesse! Kann ich jetzt mal aufhören? Zusammen, ihr seid ein Team, okay? Ein Team, zusammen, ja? Also, dann, ich schieß dir und du dann los. Ich das ja, dann mach ich. Nicht quatschen, spiel. Aber mach auch. Nicht, spiel mal rüber. Sie soll sich nur konzentrieren. Spiel hier einfach mal. Ja, mein Gott, sei still. Können wir jetzt spielen? Okay. Spielt einfach. Gut, gut, getan. Geh, 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 geh. Ey, du kannst doch nicht. Jetzt spiel ab. Ich hatte den Ball. Wir spielen in einer Mannschaft, Mäuschen. Ja, warum lässt du mich dann nicht zum Tor kommen? Warum hältst du mich die ganze Zeit? Ja, weil du nicht spielen kannst. Du reichst doch nicht ein jetzt. Dana, guck den Ball heute nicht mehr. Hört doch mal auf. Komm jetzt, hört doch mal. Ja, wirklich, spielst wie ein Mädchen. Schlimm. Spiel wie ein Mädchen. Wenn wir gerade sind und wer ist denn hier? Ihr seid beides Mädchen. Ja, einfach nur auf das Tor schießen. Tor. Du schuldest mir immer noch eine Antwort. Nein. Was? Ich werde weder mit dir noch für dich arbeiten. Familie. Tristan? Die halten dich für den letzten Loser. Die wollen nicht loswerden, merkst du das nicht? Wir beide, wir können ganz oben mitspielen. Wir sind ein super Team, das weiß ich. Bist du fertig? Stickst du noch mal an deiner Loyalität? Wenigstens bin ich ja nicht alleine. Und doch, du bist alleine. Du machst dich ständig zum Idioten für deine Familie. Und was tun die? Hat sich irgendwer bei dir bedankt? Ja. Ich habe wirklich gehofft, du meinst es ernst. Dagegen. Er ist der Kerl, der sich meine gut aussehende Ex-Freundin gekrallt hat. Carlos ist Argentinier und Geschäftsmann. Geschäftsmann? Was macht er denn? Geschäfte. Gute Geschäfte. Wir haben uns auf einer Party kennengelernt. Seitdem trägt er mich auf Händen. Ich hätte nicht gedacht, dass du mal heiratest.
Früher wolltest du mal unabhängig sein. Wir haben uns damals einfach ein bisschen zu früh kennengelernt, hm? Wahrscheinlich. Kannst du bitte mal den Arm heben? Oh. Danke. Carlos ist der Richtige, das habe ich gleich gewusst. Wir werden heiraten und viele kleine Kinder machen. Du und Kinder? Ja, klar. Warum denn nicht? Nee, für mich wäre das nichts. Meine Frau, meine Kinder, mein Auto, mein Haus, mein Boot. Das ist das Ende. Ja, ja. Wenn man jemanden wirklich liebt, dann will man auch mit demjenigen zusammen sein. Da steckt eine richtige kleine Romantikerin in Ihnen. Können Sie jetzt bitte endlich gehen? Ich muss weiterarbeiten. Sei doch nicht so zickig. Die Elche unterhält sich doch bloß mit mir. Nein, nein, da muss ich intervenieren. Deine Schwester hat recht. Sie muss sich nämlich sehr, 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 sehr konzentrieren. Sie versucht nämlich originell zu sein. Arm bitte. Danke. Könnt ihr mir mal erklären, was das hier werden soll? Das frage ich mich aber auch. Ihr seid nur am Zicken. Ja, da musst du gar nicht so gucken, das ist wirklich kaum noch auszuhalten. Sagt das mal ihr. Könnt ihr zwei euren Streit mal für einen Augenblick vergessen? Mensch, ihr spielt in einer Mannschaft. Verhaltet euch auch so. Ist ja schlimm genug, dass euch das jemand sagen muss. Also, Dana, Jesse, das ist ein Mannschaftssport. Davon will ich jetzt mal was sehen. Also ab. Und dann los. Vicky, du bist so ein wundervoller Mensch. Ich habe einen Posten für dich gefunden. So schnell? Ja, ich hätte auch schon früher drauf kommen können, aber ich habe im Moment so viel um die Ohren. Ist mir durchgegangen. Jetzt bin ich aber neugierig. Okay, eins vorweg. Es ist zurzeit der einzige Führungsposten, den ich dir anbieten kann. Aber der Standort ist für LCL extrem wichtig. Unser Mann in Warschau wird Vater. Geht in Elternzeit. Polen. Dir ist schon klar, dass Polen im internationalen Modezirkus absolut keine Rolle spielt. Aber der osteuropäische Markt ist für uns extrem wichtig. Tristan, der Bekleidungshandel erreicht in diesem Jahr ein Marktvolumen von 14 Milliarden Euro. Und warum schickst du mich nicht nach Moskau oder Riga? Weil wir da bereits gut aufgestellt sind. Du musst Tanja doch nur regelmäßig Bericht erstatten, ansonsten hast du vor Ort völlig freie Hand. Du ziehst da deine eigene kleine LCL-Filiale auf, bist dein eigener Boss. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Wieso? Du hast doch selbst immer gesagt, dass du mal wieder ins Ausland willst. Und das ist ein super Job. Also, ich finde, du wärst schön dumm, wenn du den Posten nicht annimmst. Natürlich arbeite ich international, aber nicht irgendwo in der Pampa. Das erste Modell ist gleich fertig. Dein erster eigener Entwurf. Und ich darf live dabei sein. Ich bin so stolz auf dich. Jetzt muss es nur noch Rebecca gefallen und dann habe ich endlich die Trainee-Stelle. Du bist kurz davor, Designerin zu werden. Und ich bin mit dem tollsten Mann der Welt verlobt. Wir sind gerade 30 geworden und unsere Träume gehen gleichzeitig in Erfüllung.
Und wir sind endlich wieder zusammen. Das ist doch irre. Du, ich freue mich so für dich, dass du Carlos hast, dass ihr heiraten wollt. Du hast dir doch immer eine richtige Familie gewünscht. Ja. Carlos' Eltern sind so nett. Die haben mich so herzlich aufgenommen. Also keine böse Schwiegermutter? Nee, im Gegenteil. So lieb ich Mama hab, aber so ein richtiges Zuhause, so wie bei Biggie, haben wir bei ihr ja nie, ne? Sie war ja auch meistens in Indien oder bei ihrer Meditationsgruppe. Gott, weißt du noch, diese schreckliche Klimbim-Musik. Von diesen scheiß Räucherstäbchen ist mir immer so schlecht geworden. Wenn ich da heute noch dran denke, grauenvoll. Vorsicht, dein Karma. Ich weiß gar nicht, was ich ohne dich gemacht hätte. Du hast gekocht, geputzt, aufgeräumt, alles geregelt. Einer musste es ja machen. Trotzdem, Caro, ich weiß gar nicht, wie du das geschafft hast. Ich war ja nicht allein. Ich hatte immer dich. Und ich hatte immer dich. Ich konnte mich immer auf dich verlassen, bis heute. Jemanden wie dich kann man ja auch gar nicht alleine lassen. Außerdem bist du meine Schwester. Zwillingsschwester. Weißt du nur, wir sind nie allein. Wir sind zwei. Oh, warte mal. Carlos. Hallo? So sehen Sie aus, Schalala. So sehen Sie aus, Schalala. Hey, war ein gutes Spiel, oder? Na, ohne deine geile Vorlage hätte ich das Tor nie geschossen. Wir sind halt ein gutes Team. Meistens, zumindest. Dana, es tut mir leid. Mir tut's leid. Ich habe ein paar echt blöde Sachen gesagt. Ich auch. Und ich hätte zuerst mit dir reden müssen, nicht mit Ricardo. Aber das mit dem Haus, das war wirklich eine spontane Idee. Das musst du eigentlich finde ich die Idee doch gut. Ich würde dir Maxi niemals wegnehmen. Und das weißt du, hm? Ja. Ich hasse es, mit dir zu streiten. Ich auch. Siehst du, da sind wir wieder einer Meinung. Und jetzt? Ja. Du lässt dir das mit dem Haus einfach nur mal ganz in Ruhe durch den Kopf gehen und dann entscheiden wir. Gemeinsam. Ich dachte, Ricardo ist da gar nicht mehr so scharf drauf. Ich glaube, der ist nicht so scharf drauf, mit einer Pseudolesbe zusammen zu wohnen. Spießer. Ja. Ich bin gar nicht hier. Selbstverständlich, Herr Mosch. Ja, es stimmt, was die Presse schreibt. Tanja wird zu uns zurückkehren, sobald es die Ärzte zulassen. Oh, natürlich, das freut uns außerordentlich. Ja. Ebenfalls. Wiederhören. Hey, Christian. Rebecca. Und, wie läuft's? Super. Die Praktikantinnen hängen sich total rein. Haben ganz tolle Ideen. Ist ja der Wahnsinn. Was ist los? Ach nichts, ich hatte gerade Stress mit dem Einkäufer. Ich find's echt schade, dass du bald weg bist. Die Zusammenarbeit mit dir hat Spaß gemacht. Sowas Ähnliches habe ich heute schon mal gehört. Ich meine, ich freue mich ja für Sebastian, dass es Tanja wieder besser geht, aber ich weiß nicht, wegen mir hätte sie nicht zurückkommen müssen. Ich finde, wir beide waren ein gutes Team. Danke, das finde ich auch. Bin ja echt gespannt, wie es mit Tanja jetzt weitergeht. Wie soll schon weitergehen? Tanja ist bald wieder die Alte und Sebastian steht wie immer blind hinter ihr. An deiner Stelle wäre ich auch echt angepisst. Es ist Sebastians Entscheidung und nicht meine. Ihr habt doch vorhin noch mal in der Bibliothek miteinander geredet. Was hat er dazu gesagt? Sagen wir mal so, Tanja will etwas und Sebastian tut alles dafür, dass sie es auch bekommt. Noch Fragen? Das lässt du dir gefallen? Das habe ich nicht gesagt. Kein Kleid? Schon aufgegeben, Schulz? Ich bin noch ganz gut im Zeitplan. Ja, Zeitplan. Pläne, Regeln, Vorschriften und Fakten. Das ist, was Sie brauchen. Sonst kriegen Sie Panikattacken. Wie bitte? Oh Gott, Schulz. Sie sind ja völlig durch den Wind. Ihnen liegt wirklich was in dem Job, hm? Ich will Designerin werden. Und diese Trainee-Stelle bringt mich dem Ganzen ein Stück näher.
Sie, mir gefällt Ihre Redesign-Nummer, aber Ihre Konkurrentin haben Sie auch was Gutes einfallen lassen. Sobald meine Schwester wieder da ist. Das geht auch ohne Giselle. Schnappen Sie sich einfach eine Puppe, werfen Sie das Kleid über und los geht's. Hm? Giselle hat das Kleid noch an. Ja, und wo ist sie jetzt? Sie wollte kurz telefonieren. Dann kann sie ja nicht weit sein. Dann rufen Sie sie an. Sie hat mich weggedrückt. Dann schlage ich vor, dass Sie sie suchen. Sonst wird das hier nichts mehr. In 2 Stunden ist Abgabe. Nein, Giselle ist damit verschwunden und ich, wenn ich es jetzt nicht gleich finde, dann bin ich raus. Aber ich habe Giselle gerade gesehen. Sie hat telefoniert und ist vom Hinterausgang raus. Danke, du bist ein Schatz. Ja, gern. Dass sich das mit Jesse geklärt hat. Ich stehe ständig zwischen euch und es nervt. Das kann ich mir vorstellen. Ich will dich auch nicht zu einer Entscheidung drängen. Naja, wenn wir jetzt alle erstmal zusammenziehen, dann hat sich das Problem noch gelöst. Naja, vorläufig. Ich will mit dir zusammen sein, nur mit dir. Ja, klar. Ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet mir das schon. Bin ja gerade erst bei euch ausgezogen, weil das mit uns dreien nicht so funktioniert hat. Aber inzwischen sind wir einen ganzen Schritt weiter, oder? Hoffentlich. Hast du dich mit Dana vertragen? Ja, ich habe mich entschuldigt. Ich glaube, ich war ein bisschen drüber. Und jetzt? Zieht ihr aus oder nicht? Also für Maxi wäre es wahrscheinlich das Beste. Für mich wahrscheinlich auch. Bist du sicher? Ja. Warum? Naja, ihr wärt euch vorhin fast an die Gurgel gegangen. Das war nicht das erste Mal. Ja gut, so eine Dreierkonstellation ist jetzt auch keine einfache Nummer. Sonntags war immer das Größte. Als Mama noch gelebt hat und wir alle zusammen gefrühstückt haben. Punkt 9 Sonntagmorgen bei Familie Wolf am Frühstückstisch. 8:30. Boah. Papa wollte immer, dass wir alle zusammen frühstücken, egal wann wir nachts vom Club nach Hause gekommen sind. Das wäre ja was für mich. Das kommt meinem Ideal eines entspannten Sonntagmorgens so gar nicht nah. Kim hat sich danach mal direkt hingelegt und wir sind dann mit Papa in den Wald. Bei uns haben alle ausgeschlafen und sind dann zum Frühstück gekommen, wenn sie wollten. Und das wäre so auch das Modell, was mir für uns vorschweben würde. Das werden wir ja sehen. Meinst du wirklich, Jessie lässt sich nach diesem ganzen Hickhack auf ein zeitlich begrenztes Zusammenleben ein? Sie hat gesagt, das ist eine super Idee, auch für Maxi. Also. Okay. Ja, für Maxi wäre es bestimmt cool. Eigenes Haus, eigener Garten. Meistens kriegt ihr es ja doch irgendwie hin. Ja, aber auch nur, weil wir uns ab und zu aus dem Weg gehen können. Also ich glaube, die WG ist so eine Art Puffer. Aber ihr werdet ja nicht aus der Welt. Ihr kommt hierher, wir zu euch. Maxi kommt 3-mal die Woche zum Fußballtraining. Und dann hat Bella das Tor anvisiert, keine Sekunde gezögert und den Ball versenkt. Tor! Jetzt komm mal wieder runter. Ach komm, immer wieder. Ja, Maxi Spaß will auch mal den Ball haben. Schießen auf den Onkel. Und was ist, wenn es nicht funktioniert?
Ziehe ich dann aus und Maxi bleibt da? Dann kommt ihr einfach zurück. Das wird immer euer Zuhause bleiben. Hm? Wo ist der Onkel Olli? Ja, wer nämlich richtig gut werden will, muss früh anfangen. Guck mal, jetzt lass ihn doch mal schießen. Ja, dann schieß. Achtung. Schieß. Buh. Wow. Tor. 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 Ja. Tor. Wie wäre es, wenn wir uns dann später zusammensetzen mit Jessie und gemeinsam überlegen, welchen Makler wir nehmen wollen? Mhm. Deine Ideen sind doch wirklich die besten. Ich weiß. Du denkst, dass ich in Depressionen verfalle, weil ich meinen Job bald an Tanja abgeben muss. Naja, sagen wir mal so. Ich könnte verstehen, wenn du enttäuscht bist. Hast du Angst, dass ich aus lauter Enttäuschung auf Alexas Seite überlaufe? Und? Wirst du? Vincent Berg ist tot. Und Alexas Angebot, mit ihr gemeinsam meine Familie zu ruinieren, habe ich gerade ausgeschlagen. Ich bin mir sicher, Sebastian wird dir einen adäquaten Ersatzposten anbieten. Oh, das hat er schon getan. Er möchte, dass ich unser Unternehmen in Warschau vertrete. Was? Er will dich abschieben? Wieso? Der osteuropäische Markt boomt und Polen ist ganz besonders wichtig. Das hat er gesagt. Das darfst du dir nicht gefallen lassen. Du hast einen verdammt guten Job gemacht. Du hast was Besseres verdient. Sebastian soll sich mal ein bisschen anstrengen. Ich wusste von Anfang an, dass ich Tanja hier nur vertrete. Was heißt denn hier nur? Du hast den Laden hier richtig aufgemischt. Gib nicht so schnell auf. Du weißt doch, wie es in unserer Familie läuft. Es gibt nur wenige Plätze in der ersten Reihe. Ja, da gehörst du hin, mehr als Tanja. Ich kann mir gerade vorstellen, wie es dir ging, als wir dir Damon Wood vor die Nase gesetzt haben. Du weißt auch, was ich gemacht habe. Du bist gegangen. Ja, das kannst du auch. Du hast mehr drauf. Ich weiß. Gut. Zusammen. Aber ihr wolltet doch heiraten. Ich verstehe es auch nicht. Caro, was soll ich denn jetzt machen? Nee. Schon gut. Bin ja da. Also wenn wir wirklich ein Maklerbüro mit der Suche beauftragen wollen, dann müssen wir natürlich wissen, was wir suchen und wo und wie groß das Haus sein soll. Naja, ich weiß, du wolltest dir noch ein bisschen Zeit nehmen, aber vielleicht hilft es dir bei der Entscheidungsfindung ja, dass vielleicht doch noch ein Pool drin ist. Ich habe mich schon entschieden. Echt? Maxi und ich kommen nicht mit. Aber warum? Dieses Einfamilienhaus-Ding ist irgendwie nicht so meins. Es ist mir irgendwie zu spießig. Ja, zur Miete wohnen ist ja viel cooler. Unser Platz ist in der WG. Bei Andi, Sascha und Olli, das ist unsere Familie. Also erst wirfst du mir vor, ich würde dich und Maxi im Stich lassen. Und jetzt erzählst du mir, die Jungs sind deine Familie? Gestern hast du uns noch vorgeschwärmt, wie wir zu viel zusammen alt werden und dass Maxi endlich eine Vaterfigur bekommt. Ja, aber das Problem ist nur, dass die Vaterfigur nun mal dein Mann ist. Wo bleib ich da? Ja, immer nur ich. Kannst nicht meine andere Platte auflegen. Ja, aber ist doch wahr. Wenn wir zu dritt sind, dann bin ich doch immer nur das fünfte Rad am Wagen, oder nicht? Ich verstehe auch nicht, was plötzlich los ist.
Er sagt, er kann sich nicht vorstellen, später mit mir Kinder zu haben. Einfach so. Wie gemein ist das denn? Ich wollte nur ein paar Jahre warten. Dann ist meine Modelkarriere sowieso vorbei. Und jetzt will er nicht mal mehr mit mir sprechen. Er hat sein Telefon ausgestellt. Und seine Mutter sagt, er ist nicht im Haus. Warum tut er mir das an? Giselle, ich muss dringend zur LCL. Ich hab nur noch 20 Minuten. Ich beeil mich und ich komme auch gleich wieder, okay? Versprochen? Ich dachte, er liebt mich. Dann ist sie disqualifiziert und wir entscheiden uns zwischen den beiden. Ja, die kommt bestimmt gleich. Wir haben uns diese Zeitvorgabe ja nicht zum Spaß ausgedacht. Ja, ja, ist gut, ich rufe sie an. Das mit Carlos tut mir so leid, aber ich muss jetzt echt los. Ich habe nur noch ein paar Minuten. Ja, klar. Sorry, dass ich dich so vollgeheult habe. Schon okay. Ich bin gleich wieder da, Süße, ja? Ach, Mist. Das Kleid, ich... Jetzt habe ich niemanden mehr. Jetzt bin ich wieder allein. Bist du nicht. Weil ich immer für dich da bin, okay? Giselle, wir sind zwei, okay? Wir sind zwei.